Ja, wir sind jetzt hier in Cuxhaven beim dritten Beachhandballturnier des HVNs in diesem Sommer für Damen, Herren und männliche A-Jugend. Und erstmals integriert haben wir jetzt hier auch ein Turnier für die German Beach Open Serie. Das heißt also, wir haben bei den Herren ein getrenntes Feld, wo man dann Punkte für die Rangliste der German Beach Open sammeln kann. Und bei den Damen sind 5 Mannschaften in das Turnierfeld integriert, die ebenfalls um Punkte spielen. Und wenn sie dann genug Punkte sammeln, dann qualifizieren sie sich für die deutsche Meisterschaft. Das war uns ganz wichtig, das hier auch mal zu integrieren, um auch den Breitensport zusammenzubringen mit dem leistungsorientierten Beachhandball und wir dadurch den Sport auch ein bisschen weiterentwickeln. Ja, die Teams haben jetzt die erste Nacht hinter sich. Die Teams sind in guter Laune. Jetzt ist das Wetter noch nicht ganz so gut, das bessert sich aber hoffentlich noch. Und dann steigert sich die Stimmung über den Tag hinweg nochmal.